Das Fatale und das Bemerkenswerte ist, dass wir es bis heute noch nicht geschafft haben, den Klimawandel wirklich zu einem gesellschaftlichen Thema zu machen, das so tief in uns drinsteckt, dass wir also gesellschaftlich sozusagen absolut unisono mit einer Stimme sagen, das ist das Ziel. Wasser, was von oben nach unten fällt. Soweit? Wir wüssten eigentlich ganz genau, was zu tun ist. Wir wüssten das ganz genau. Wir müssen aus dem Kohlenstoff raus. Ich meine, natürlich ist jeder für Klimaschutz. Jeder fährt gern Fahrrad. Aber treffen Sie hier alle die Entscheidung in München, dann zu sagen, wenn ich mehr Flächen für den Landverkehr haben will, brauche ich weniger Flächen für das Automobil. Über gute Alternativen nachdenken, die sie umsetzen, die sie auf den Weg bringen. Aber die Frage ist eben, wenn der Markt nicht fair ist, die Rahmenbedingungen sind weiter in der fossilen Wirtschaft geprägt, dann laufen halt Geschäftsmodelle, die nachhaltig investieren wollen, nicht los. Und da stimmt doch irgendwas nicht. Das sind Gerechtigkeitsfragen. Die muss man nicht nur neu diskutieren, man muss die jetzt endlich lösen, und zwar ab sofort und jetzt.